Und ich würde sagen, wir machen einfach mal direkt weiter in unserer Kampagne. Genau, für die Mörblinge muss man das nicht alles erklären, aber der Mörb hat ja auch nicht geradet, meine ich, sondern. Ah, doch, für die, die jetzt kommen. Ha, okay, vielen Dank. Danke nochmal an den Mr. Mörb. Ah, das war schon, der hat der Friedrich Hecker was vorgeahnt. Für die Mörblinge muss ich das jetzt nicht nochmal alles erklären. Die kennen sich mit Warhammer 3 aus, ja. Wir spielen den Mächtigen. Satan, die Serie. Und heute ist das Ende aller Tage für Lokir Fellhard. Der hat uns nämlich den Krieg erklärt. Und das ist nicht Lokir. Das ist nur eine seiner Armeen. Oder eine seiner schwarzen Archen ist das, ne? Wir müssen mal gucken, ob wir die erwischen. Aber jetzt müssen wir auch noch nicht dagegen kämpfen. Wir wollen uns eigentlich erstmal nur so ein bisschen verteidigen gegen ihn. Das Problem ist, das Village, also die Horden des Chaos, uns auch. Ja, die haben uns auch den Krieg erklärt, also gegen die müssen wir uns auch wehren. Das versuchen wir mit unserer Armee hier drüben. Aber wir haben auch hier noch eine Front. Alles nicht so einfach. Alles nicht so einfach. Ja, wir müssen versuchen, uns hier. Ja, wir kämpfen hier so ein bisschen auch ums Überleben. Es wird spannend. Es bleibt spannend auf jeden Fall. Konvois können wir momentan keine losschicken. Wir haben ganz viele Sklaven, Arbeitskräfte für Geld verkauft. Wir müssten mal unser Gebäude. Moment. Cheng ist blockiert, weil ich muss das reparieren. Ja, wir reparieren das. Und wenn wir Glück haben, hilft uns Miaoying. Wenn wir Glück haben, hilft sie uns. Gut, hier bauen wir aber sonst mal erstmal nichts aus. Die Außenposten bauen wir auch noch nicht. Wir gucken mal in die nächste Runde rein. Ich bin gespannt, ob wir jetzt wieder geplündert werden. Und nochmal Hallo an die ganzen Mörblinge, ja. Bei Mörb gab es zu sehen Total War Warhammer 3. Okay, dann passt's ja in etwa. Die Armee ist ein bisschen besser als die, die wir vorhin hatten. Vielleicht schaffen wir den Riesen diesmal wenigstens. Wir haben eine Einheit Chaoszwerge mit Donnerbüchsen. Also wir werden das nicht gewinnen, aber vielleicht können wir ihm zwei, drei Einheiten abnehmen. Das wäre vielleicht ganz cool. Jetzt muss ich ja noch ein bisschen machen, ne? Ja, der große Nachteil bei dieser Verteidigungsschlacht ist jetzt halt, dass diese Türme, wir können gleich so Verteidigungstürme bauen, die schießen, also wir können leider denen nicht sagen, wir können denen leider nicht sagen, wo die hinschießen sollen. Das steuert alles die KI. Ist nicht so gut, aber ja. Okay, immerhin haben wir ein paar Verteidigungsgebäude. Das ist Traubensaft, Friedrich Hecker. Oder Chaosdämonenblut, wie du möchtest. Die Armee steht hier drüben. Okay. Ich würde sagen, also das Erste, was wir bauen sollten, sind ja Türme. So, er will von da kommen, ne? Das sieht ja mal so aus, als ob er es vorhätte. Dann stellen wir mal das billige Gerümpel hier vorne hin. Wir könnten allerdings. Ja, ich weiß nicht, und die Chaoszwerge stellen wir dahinter. Die Zweihänder Orks bringen uns hier nicht so viel. Das ist auf der anderen Seite dann. Da hat er ein paar Einheiten. Ja, lass mal gerade gucken. Okay. Also leider kriegt die KI so viele Boni hier in diesem Spiel, dass wir das nicht schaffen werden, an zwei Fronten zu kämpfen. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen nach so einer sinnvollen Sache, das klappt aber nicht. Wir schaffen das nicht. Die Boni der KI sind einfach zu groß. Aber wir haben noch gar keine Ausrüstung. Okay. Ich hätte gedacht, wir haben noch ein bisschen. Hätte gedacht, wir haben ein bisschen Ausrüstung. Wenn wir dich hier hinstellen, wie hoch ist deine Reichweite? Nicht so hoch. Aber hier ist sie hoch genug, dass wir vielleicht den Riesen erwischen. Und dann stellen wir die hier hin. Und dich hier hin. Und die Chaoszwerge
stellen wir hier hin, oder? Und die Orks mit den Zweihandwaffen, tja. Was kriegen die hin? Vielleicht stellen wir die auch hier hin. Also ich glaube nicht, dass wir das gewinnen werden, aber vielleicht schaffen wir es zumindest, ihm so viel Schaden zuzufügen, dass er keine Lust, also dass er nicht mehr so stark ist auf den anderen, an den anderen Frontabschnitten, die wir noch mit ihm haben, ne? So, was macht er hier? Der läuft hier rein und erobert hier alles, aber wir können hier einfach auch nicht viel gegen machen, ne? Das sind auch diese Monstereinheiten, die schaffen wir nicht so gut am Anfang, ne? Probier eine Flanke, ja, also ich würde sagen, Chaoszwerge vorschicken und dann, ja, schauen, ob das hier klappt. Auf der anderen Seite, die sind ja nicht so langsam. Komm, wir stellen die mal hier hin. Ja, die kannst du mal rausstellen, falls er da näher kommt. Und ansonsten versuchen wir ein Türmchen zu bauen, Gefecht starten. Genau, ja, Gobbos attackieren ist immer ganz gut, weil die sind nichts wert. So, du schießt bitte den Typen da weg. Und du schießt auf den... Warum sind die im Plänkelmodus? Warum sind diese Einheiten hier im Plänkelmodus? Das habe ich doch niemals so eingestellt. Okay, gut. Sein Zauberer ist down, ne? Der ist explodiert. Schieß einmal auf den. Passt's? Attacke. Und weg. Und du schießt jetzt bitte auf den Riesen und du läufst hier an der Flanke vorbei. Naja, du greifst hier. Cool. Einmal so bitte. Komm, schneller. Hier. 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 Ah, und komm, kannst du schießen? Schieß mal auf den Riesen. Schieß auf den Riesen. Nice. Der Riese wird down gehen, oder? Komm, komm, komm. Problem zählt trotzdem nur als einer, ne? Wissen wir. So, Kommando zurücke und einmal hier hin. Haben wir schon 500? Haben wir. Bau mir einen Turm hier hin, da. Einen mit Pfeilen. So, den dahin, du dahin. Komm einmal hier rum. Wir brauchen hier eine Flanke. Das für die Zuschauer, die das Spiel noch nicht kennen, die durch den Raid hier reingekommen sind. Wenn man natürlich einen Gegner in der Flanke angreift, dann hat man Moralboni, ne? Und kann den halt leichter auseinandernehmen. So, wo ist er? Er ist da hinten. Das heißt, er wird wahrscheinlich versuchen, jetzt gleich hier in unser Stadtzentrum vorzudrücken. Das heißt, wir laufen mal hier hin. Da sehen wir ihn auch schon. Da ist er. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es, ihn da noch wegzuholen. Das hier sieht ganz gut aus. Greif du bitte hier an. Du hier. Die Einheiten hier, die lodernden Petzer erhabene Rose Horrors, sind hier übrigens in meinen Augen ein bisschen zu stark. Okay. Komm, weiter, weiter, weiter. Es kann nicht sein, dass der das jetzt schafft, das so schnell einzunehmen. Aber die KI kriegt halt einfach... Also wir spielen das übrigens auf sehr hohe Schwierigkeit. Das heißt, die KI kriegt hier absurde Boni. Dann kannst du den noch einmal wegbomben. Und du läufst hier. Achtet mal drauf, wie lange das dauert, wenn wir versuchen, das Ding hier wieder zurückzuerobern. Immerhin. Ja, lauf du hier rum. Und schwupps, schon hat das. Das ist so lächerlich. Aber okay. Bau mir noch einen Pfeilturm, bitte. Und wir müssen schießen. Guck mal, wie lange der bei 0 Sekunden steht, ne? Ist schon beeindruckend, oder? Das sind sehr lange 0 Sekunden. Nicht so schlimm, du musst das Ding hier nur einnehmen wieder. Nee, bitte so. Ja, der Zauber ist jetzt nicht.
Das Tolle ist, wenn wir das Ding hier verteidigen, wieder erobern und zurück verteidigen, bekommen wir ein paar Boni auf unsere Moral. Das können wir hier auch sehr gut gebrauchen. So, haben wir die Horrors mal. Die müssen eigentlich jetzt den Eigenschaden aus der Hölle bekommen. Ich weiß nicht, warum ich den hier nicht rüber schicken kann. Ich schicke ihn mal hier rüber und du hier rüber. Der braucht ja auch eine Flanke irgendwie, ne? Ach, guck mal, hier hat mir schon meine Fernkämpfer hier weggeschossen. Okay. Dann komm du hier hin und du schießt bitte auf ihn. Alles gut. Ne, 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 ne. Nicht hier anfangen, dich hier rumzuknubbeln. Was ist denn das für ein Quatsch? Junge, hier, da. Nimm dieses Gebiet hier zurück. Du stellst dich hier hin. Verteidigst einfach mal ein bisschen. So, da. Darüber. Komm. Du sagst, du kannst nicht schießen, weil dir ist das Leben deiner Ork-Freunde so wichtig. Ja, dann nehmen wir mal die Ork-Freunde hier aus dem Weg und dann kannst du nochmal versuchen zu schießen. Ja. Ah, toll, er hat die irgendwie explodieren lassen oder irgendeine Armeefähigkeit benutzt, was ich nicht gesehen habe. Ja. Wir kämpfen mal wieder. Halt! Du machst Müll! Was ist das denn hier? Da, du sollst schießen. Schieß! Schieß! Komm. Hier, da. Mithelfen. Ja, schießen, komm. Hier hin. Ja. Aber ich sagte ja, wir werden das nicht gewinnen. Guck mal, das ist so krank. Schieß doch einfach auf den Typen. Das sind doch nur Orks. Die müssen doch nicht überleben. Es sind nur Orks. Schieß jetzt. Er will diese kostbaren Orks retten, ne? Bauen wir noch einen Turm hier hin. Können wir noch irgendwo einen Turm hinbauen? Wo der schießen kann? Nee, ne? Das geht hier eigentlich nicht wirklich. Ja gut, also, ne? Wir werden das nicht schaffen, weil unsere Zwerge sich weigern, auf den General zu schießen. Schön, dass du dich jetzt so breit hier aufstellst. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen... Ja, dann lauf nochmal hier rüber. Lauf hier. So, da den Spot bitte hier verteidigen. Nur verteidigen. Nur verteidigen. Nur verteidigen. Schieß mal auf den hier bitte. Nein, lauf nicht in den Nahkampf. Du sollst einfach nur auf den Typen schießen. Guck mal, das sind große Ziele. Die zählen als große Einheit. Du hast so lange gewartet, dass er noch genügend Zeit hatte, gegen dich anzustellen. Dann lauf mal hier rüber. Vielleicht kriegen wir da noch was hin. Ja, manchmal ist das dann halt einfach zu. Er ist allerdings auch, das muss man jetzt fairerweise noch dazu sagen, derjenige, gegen den wir gerade hier kämpfen, das ist der Seitenanführer der Fraktion. Ne? Das ist dann natürlich noch, das muss natürlich auch mit einer gewissen Schwierigkeit noch einhergehen. Sollen wir schießen? Nee, ne? Ey, du schießt nicht, du versuchst dich irgendwie zusammenzuknubbeln, okay. Das Nervige daran ist gewissermaßen, dass unsere Einheiten, die wir hier haben, ein Nachteil für uns sind. Denn die Einheiten, die wir haben... Jetzt lass mich nochmal gerade schauen. Wie können wir das hier noch ein bisschen hinbiegen, ohne dass das zu einem Nachteil für uns wird? Vielleicht so? Vielleicht dann doch nochmal hier drüben? Denn unsere Einheiten stellen sich halt immer so, oder er stellt sich so hin, dass wir nicht schießen können, weil unsere Einheiten sich weigern, halt auf unsere eigenen Einheiten zu schießen. So, jetzt schieß doch mal. Nein, warum läufst du in den Nahkampf? Nein, guck mal. Stell du dich mal bitte so hin. Und den stellst du mir dahin und den stellst du mir dahin. Jetzt machen wir das nochmal. Jetzt versuchen wir das nochmal ein bisschen. Genau, guck mal, jetzt machst du das hier bitte. Du schießt jetzt auf den, aber das ist schon zu spät. Wir haben schon verloren, ne? Ja, ja, alle Einheiten hauen ab und dann war es das und dann ist okay. Das gönnen wir dem Spiel jetzt. Ja. Ja, das Problem, also warum macht er so viele Kills? Unsere Einheiten konnten ja nicht auf ihn schießen. Sie stehen halt da rum und gucken ihn an, wie er die anderen Einheiten abschlachtet. Das heißt, wir können die stärkste Einheit, die wir haben, die Fernkämpfer, sind die stärksten Einheiten gegen gegnerische Bosse.
Die machen aber halt nichts, weil halt die ganze Zeit irgend so ein popliger Ork da durchläuft. Und eigentlich müssten die es halt so mal kommen, es ist egal, es sind nur Orks, wir ballern da jetzt trotzdem rein. Aber das machen sie nicht. Sie sind sehr freundliche Chaoszwerge, die wir spielen. Die achten orkisches Leben, genauso wie, weiß ich nicht, wie auch goblinisches Leben. Naja. Traubenmäht, das ist eine ganz gute Beschreibung dafür, ja, Don Quixote. Ja, aber guck mal, ne? Er ist ganz gut was losgeworden, ne? Die Horrors sind weg, die sind weg, sein Zauberer ist weg, die sind weg, die sind weg, also der Riese, ne? Das ist schon mal okay. Jetzt plündert er das. Und jetzt haben wir direkt das nächste Gefecht. Super, es geht einfach munter weiter. Es kann natürlich sein, Krute Kevko, dass die nicht reingeschossen haben, weil das eine Siedlungsverteidigung ist. Aber das dürfte auch was damit zu tun haben, dass Village ja hier als kleine Einheit kam und die kleine Einheit innerhalb der anderen Einheiten dann nicht mehr in Sicht ist. Die Einheiten brauchen Sicht, um schießen zu können, würde ich vermuten. Deswegen hat das hier nicht geklappt. Ne? Naja, gut. Okay, was machen wir jetzt also hier? Wir verlieren auf jeden Fall, würde ich sagen. Also da haben wir auch keine Chance, das irgendwie zu halten. Aber wir können versuchen, seinen General zu plätten. Wenn wir halt hier irgendwie einen Spot halten können. Wir haben immerhin hier schön viele Chaoszwerge. Das ist schon mal besser. Wir haben eine bessere Infanterie. Ja, super Chaosfurie. Eine richtig eklige Misteinheit. Also, dann versuchen wir jetzt was? Dann versuchen wir jetzt was? Wir könnten sagen, wir versuchen das Zentrum zu halten, aber dann greift er ja mit allem tatsächlich auf einmal an. Wir müssten eher versuchen, eine Überzahlsituation zu schaffen an einer Stelle, wo wir dann auf ihn entsprechend schießen können. Hier sind keine Fernkämpfer. Hier ist auch noch ein Hexer, der ist eklig, aber der sitzt nur auf dem Gaul, oder? Der sitzt auf dem Chaosross, ne? Ja. Also, ne, die Einheiten sehen auch. Ich zeig mal ganz kurz so die Einheiten, ne? Die sehen halt auch cool aus. Also, man muss schon sagen, ne, für die Zuschauer, die das Spiel jetzt noch nicht kennen, die sind auch schon schön designt, ne? Also, warte mal kurz. Ich versuche mal hier ein bisschen langsamer zu schwenken. Also, dieser Chaoshexer, ne, das ist schon. Also, so optisch ist es schon. Es ist auch schon cool gemacht. Ne? Die Einheiten sehen auch, wenn ihr mal drauf achtet. Klar verwenden die natürlich wiederholende Models, aber wenn man so reinguckt, ne, es ist nicht so, dass alle Einheiten gleich aussehen. Ne? Ist schon cool gemacht. Also, das. Ne? Ja. Gut. Also, diese Einheiten hier können nicht gebrochen werden, diese Chaosbrut. Müssten wir die jetzt vorher ausschalten? Fast ja. Wir versuchen, Überzahlgefechte zu schaffen. Wo? Wenn wir Glück haben, halten wir hier die Position. Ich glaube, hier sieht es halbwegs gut aus. Wo hat er Fernkämpfer, die wir. Hat er Fernkämpfer überhaupt, die wir ausschalten müssen? Es sieht noch nicht so aus, ne? Das ist eine Fernkampfeinheit. Da. Rosa Horror des Tzeentch. Das ist eine ekelhafte Einheit. Was ist, wenn wir die loswerden? Das ist noch hier ein. Das ist noch ein normaler Held. Das sind Barbaren und das sind Chaoskrieger. Also die Krieger sind tatsächlich gut. Sieht man auch, ne? Schwer gepanzert, dicker Schild und so, ne? Die Barbaren leicht gepanzert, kleiner Schild. Die erwischen wir schon eher. Tja. Und dann nimmt er hier alles ein und dann läuft er los und versucht uns dann hier nochmal wegzumetern. Aber wenn wir Glück haben, schaffen wir halt hier was, ne? Okay, also dann versuchen wir es mal vielleicht so. Die Einheiten hier. Die Einheiten hier. Zusammen mit den Bogenschützen. So. Und den Spot hier können wir wahrscheinlich halten, ne? Da kommt auch hier dieser Turm hin.
Da machst du mal bitte so einen normalen Turm hin. Wo wird es noch ein bisschen länger dauern, bis er die Spots eingenommen hat? Hier drüben, da bauen wir uns auch noch einen Turm hin. Und vielleicht nimmt er den Spot hier auch nicht sofort ein. Das heißt also, hier bauen wir uns auch noch einen Turm hin. Vielleicht dauert es hier auch einfach noch ein bisschen. Und dann drüben. Ja, bis er das Zentrum eingenommen hat, wird auch nochmal dauern. Da bauen wir auch noch einen Turm hin. Wir bauen die billigsten Türme, weil tatsächlich, also wir spielen auf einer sehr hohen Schwierigkeit in den Schlachten. Die Kampagne ist auf normaler Schwierigkeit. Das heißt, selbst unsere guten Türme sind nicht wirklich stark gegen ihn. Also die helfen uns nur bedingt weiter. So, hier sind unsere Gobbos. Und deswegen würde ich sagen, wir versuchen dann halt lieber hier diese Position zu verteidigen. Die Einheiten müssen ja auch mitkommen. Und vielleicht machen wir es so, dass ihr... Okay, lauf ein bisschen weiter vor. Ich weiß nicht, warum ich die Einheiten hier nicht gescheit hinstellen kann. Dann stell sie mal so auf. Vielleicht die eine Einheit hier hin und die hier hin. Und dann parken wir die so dazwischen. So, ne? So, und dann läufst du hier hin. Die laufen hier hin. Ja, ne, die haben wir schon losgeschickt. Okay. Ja. Die laufen ein bisschen näher. Den schicken wir auch noch hier hin. Und den schicken wir auch noch hier rüber. Ja. Wir laufen mit denen hier ins Zentrum, damit die Einheiten hier schießen können. Ja, bitte den Defensivmodus aktivieren. Schieß bitte auf die hier. Schieß du hier auf. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, was haben wir noch hier? Führerschaft plus 10. Okay, was haben wir hier? Da baut das Ding mal hier für den Nahkampfgedöns, bla bla. Ja, zurück, komm. Und dann einmal. Nein! Okay, gut. Hier rüber. Er greift ihn hier an. Bitte weiter auf diese Einheit hier schießen. Da, schnell hier hin, komm. Fliegende Einheiten sind auch mal sehr unangenehm, wenn man gegen die kämpfen muss. Ja, der Zauberer muss ja auch jetzt weg. Hier, schieß auf die Verstoßenen, die haben nämlich keine Rüstung, meine ich. Das ist mal bald geschafft. Diese Spells von jetzt sind halt so übertrieben. Und jetzt können wir nochmal auf den bitte schießen. Ja. Hol mal die Chaos-Zwergenkrieger raus. So, nochmal auf den schießen, das ist gut. Bitte auf die hier schießen. Wir versuchen den halt hier nur mit diesen billigen Goblins, die wir hier halt haben, zu binden. Oh, da kommt Drachenogre. Geht. So, schnell hier hin, komm, du musst da jetzt hin. Ja, doch nochmal schießen, komm. Hier rein. Genau, schießen. Jawohl. Ja, das sind große, schöne, große Ziele. Genau. Toll, hier. Super, der kommt auch nicht wieder. Fantastisch. Ja. Du, hier hin, komm. Jetzt ganz schnell. Darüber, genau. Und dahin. Und du läufst jetzt hier in diese Zone da mal rein. Wir haben zwei davon, ne? Wenn es passt. Komm, schieß mal. Verwende mal hier deine Armeefähigkeit. Da. Schießen.
Ihr könnt schießen. Schießen. Da, Angriff, Angriff, Angriff. Ja, und schießen, schießen, schießen. Als ob wir es bestellt hätten, dass unsere Einheiten alle da durchrennen. Ne? Durch die feuernden Einheiten. Guck, sie laufen alle genau durch die feuernden Einheiten durch. Das ist, weil die, die Wegfindung für die Einheiten immer identisch ist. Das heißt also, alle Einheiten nutzen den gleichen Weg sozusagen, den die KI berechnet. Hierhin. An der Seite schnell vorbei. Wow, da lang. Übrigens toll, guck mal, wie schnell er das Ding immer noch einnimmt. Obwohl wir gerade auf ihn schießen hier, ne? Wahnsinn. Okay. Wir haben das Zentrum leider verloren, das ist nicht so gut. Hierhin, bitte. Geh da mit den normalen Gobos rein, bitte. Weg da, weg da, weg da. Ja, sein Kommandant hat natürlich tolle Zaubersprüche am Start. Schieß nochmal, bitte. Und es scheint geklappt zu haben. Nee, es hat nicht geklappt. Guck mal, der kommt wieder. Einfach so, der Frechdachs hier. Schieß. Komm, es ist so ein großes Ziel. Ja, komm. Autsch. Unser General sollte jetzt hier nicht sterben. Schieß. Hier runter? Ja, toll. Ja, zeig mir, wie toll du zaubern kannst. Hau ab. Lauf doch so, wie ich dich hier stehen haben möchte. Nein, ich lauf so, wie dein Gegner will, dass ich stehe. Genau. Der soll sich schön, ja, der soll mir schön den Rücken zeigen. Ich glaube, unser General ist weg, ne? Ja, genau. Lauf doch irgendwie ein bisschen anders. Vielleicht so? Disco, hast du gerade gesagt. Du hast richtig verstanden. Ja, ja. Mach das mal so, bitte. Cool, die Verstoßenen erwischen wir auch noch. Also immerhin, ne? Wir werden so ein paar Einheiten von ihnen werden wir erwischen. Weiter, 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 komm. Cool, wir haben nichts erwischt da drüben. Weg da. Das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Es passiert hier zu viel. Es passiert zu viel und es passiert zu gleichzeitig. Okay. Auf wen schießen wir jetzt noch? Also den erwischen wir nicht mehr. Vielleicht erwischen wir hier noch ein paar Einheiten. Komm, ich schieße auf den hier. Schmeiß dich da in den Weg. Hier, den da bitte, komm. Kassel halt noch einen Spell nach dem anderen, das ist so übel. Und das war's, ab jetzt ist GG, ne? Kannst du nichts mehr machen. Komm, erwisch da noch eine Einheit hier. Da. Schießen! Schieß nochmal! Sie schießen nicht. Sie könnten es aber so machen. Doch, du schießt nochmal. Schieß! Weiter, 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 komm! Die haben so gut wie keine Hitpoints mehr. Nochmal, nochmal, hier. Die Gobos. Bitte, die Gobos nochmal rein. Komm, die haben keine Rüstung. Schieß nochmal rein. Komm, komm, komm.
Halt ihn auf. Immer reinschießen. Komm, guck mal, wer kommt denn da wieder angelaufen? Komm, da sind nur noch zwei. Oh. Oh nein. Das sind zu viele Boni. Das sind zu viele Boni. Das können wir nicht schaffen. Oh Mann, ey. Das sind zu viele krasse Einheiten. Also man muss dazu sagen, die Einheiten haben natürlich auch so eine Masse, ne? Chaosbrut, Trolle, Drachenoger, die haben einfach mehr Masse als unsere Einheiten. Die rennen da einfach so durch. Ja, cheers. Ja, genau, also diese Donnerbüchsen Schützen brauchen ein freies Schussfeld. Sonst treffen die nicht so gut, ja. Also hier war es immerhin, ja, also genau, ich bin, also wir können sagen, es ist noch okay. Wir haben die Drachenoger ausgeschaltet, wir haben die Chaosbrut ausgeschaltet, wir haben den Helden ausgeschaltet. Es wäre wünschenswert gewesen, dass wir noch ein bisschen mehr ausschalten, aber hey, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten weg, das ist schon mal okay. Super, die Festung hat Augen abgerissen, das war eine unserer wichtigsten Städte, danke. Ja, aber gut, das passiert halt irgendwann auch, ne? In dieser Kampagne. Da, hier. Ja, das tut halt sehr weh, ne? Das tut sehr weh. Also, wir könnten jetzt hierhin zurücklaufen. Aber ich glaube, diese Armee kann vielleicht gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Wenn wir jetzt mal schauen, also das Vogelhaus greift ja nicht an, das ist unsere Hauptstadt, die ist zu gut befestigt. Die Granitspitze würde er vielleicht noch platt machen, ne? Dann macht er uns die Granitspitze noch platt und dann steht er da rum mit seinem frisch gewaschenen Hals. Und in der Zeit sollten wir versuchen, vielleicht die Knochengießerei und die Rote Festung einzunehmen. Ich mache hier mal einen ganz kurzen Cut.